Wann bekomme ich eigentlich mal einen neuen Kittel? Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge Spaß mit Glas. Ja, ich möchte heute nochmal das Thema entspiegelte Gläser aufnehmen, weil da in den letzten Wochen, Monaten so ein, zwei Mal Unklarheiten aufgetaucht sind. Und die hängen mit dem Begriff einseitig entspiegelte Gläser zusammen. Das ist ein Begriff, der taucht bei uns im Sprachgebrauch öfter auf. Und man könnte meinen, dass damit gemeint ist, dass eine Seite von der Glasseite komplett entspiegelt ist, wenn man durchguckt. Und wenn man die Glasscheibe umdreht, dass man dann gar keine Entspiegelung hat. Das ist aber tatsächlich nicht ganz richtig, denn eigentlich ist mit einseitig entspiegeltem Glas gemeint, dass sich nur eine Beschichtung auf einer Glasoberfläche befindet und keine zweite Beschichtung auf der gegenüberliegenden Glasfläche. Also eigentlich müsste es heißen einseitig beschichtete AR-Beschichtung. Und das hat insofern Unterschied, weil wenn man eine Entspiegelungsbeschichtung auf eine Glasseite bringt, dann heißt das nicht, dass diese Seite komplett entspiegelt ist, sondern dass das ganze Glas insgesamt zur Hälfte entspiegelt ist. Das hängt damit zusammen, dass die Gesamtspiegelung, also der Gesamtreflex, ja immer von zwei Glasoberflächen kommt, wenn man eine Glasscheibe hat, einmal von der Rückseite und einmal von der Vorderseite. Und bei einem Weißglas tragen beide Oberflächen in etwa zur selben Reflexion bei, wenn keine Beschichtung drauf ist. Das sind irgendwo 4%. Und deswegen kommt man in Summe bei einer normalen Glasscheibe auf 8% Reflexion. Wenn man jetzt eine Seite entspiegelt, dann nimmt diese Entspiegelungsschicht einen Großteil dieses einen Reflexes weg. Das heißt, man ist dann vielleicht insgesamt bei etwas über 4% insgesamt von der einen unentspiegelten Seite und die andere ist fast gar nicht vorhanden. Und dieser Effekt, der ist von beiden Seiten gleich. Das heißt, egal ob man das Glas dreht oder nicht, hat man fast denselben Eindruck. Man hat halt ein halbseitig entspiegeltes Glas sozusagen. Den kompletten Effekt erzielt man immer nur dann, wenn man alle Glasoberflächen entspiegelt, das heißt bei einer Glasscheibe beide Seiten beschichtet. Ein bisschen anders ist das zum Beispiel bei Spionspiegeln. Da kann man ja tatsächlich so ein bisschen damit spielen, je nachdem wie die Beschichtung aufgebaut ist, dass die eine Seite sehr, sehr stark spiegelnd ist und die andere gar nicht. Da haben wir auch schon mal ein Video drüber gemacht. Das heißt, in der Regel ist es ja tatsächlich oftmals so, dass die eine Seite komplett anders aussieht als die andere. Aber bei Entspiegelungsbeschichtungen ist das nicht der Fall. Das heißt, wenn ihr ein einseitig entspiegeltes Glas habt, dann fragen wir meistens nochmal nach, Mensch, was willst du genau oder was hast du ja darunter vorgestellt? Und dann kommt man meistens zu einer guten Lösung und hat das Thema dann auch schnell geklärt. Ja, wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal.